Peace und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder am Start bist und heute habe ich ein weiteres Player-Review für dich am Start und zwar den guten Team of the Season, Frankie de Jong aus der Eredivisie von Ajax Amsterdam. Haben ja dieses Jahr richtig für Furore gesorgt in der Champions League und die nationale Liga haben sie auch noch gewonnen. Also de Jong auch mit dem bestätigten Wechsel zu Barcelona ein sehr, sehr großer Spieler für die Zukunft, auch im echten Fußball. Hat ja auch eine Foot Future Star Karte bekommen. Und bei meinem letzten Player-Video zu De Paul aus der Serie A hatte ich euch ja gebeten, dass ihr in die Kommentare schreibt, welchen Spieler ihr am nächsten haben wollt. Und die Kommentare dann gegenseitig hochzuliken. Und die meisten Likes hatte der Kommentar mit Frankie de Jong. Deswegen habe ich mich dann dieser Karte gewidmet und ein Review für euch hier heute am Start. Ich hoffe, euch gefällt. Schreibt mir, wie gesagt, wieder in die Kommentare, welche Spieler ihr als nächstes gerne sehen wollt. Und behaltet das bei mit dem gegenseitig hochliken, denn so kann ich immer sehen, auf welche Spieler ihr am meisten Bock habt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in-game rein und gucken uns Frankie de Jong an. So, und da sind wir auch schon in-game und gucken uns de Jong an. Hier ist die Karte. 90 Tempo, 90 Schuss, 93 Passen, 95 Dribbling, 83 Defense und 83 Physis. Das sind Stats, die überragend aussehen auf der Karte selbst. Und wenn wir uns die Ingame-Stats betrachten, sind die genauso überragend. 99 Schusskraft, 99 Volleys, 93 Stellungsspiel, 98 Übersicht, 97 kurzer Pass, 96 Ballkontrolle, 98 Dribbling, 93 Beweglichkeit, 93 Abfangen, 86 Manndeckung, 85 Stärke, 88 Ausdauer und 81 Sprungkraft. Das sind so ein paar Stats, die wir einfach jetzt mal genannt haben. Und die Tempo-Stats sind auch mega nice für einen Mittelfeldspieler. De Jong ist zudem 1,80 groß, 3-ständig Foot und 4-ständig Skill-Moves. Für die Position, wo ich De Jong eher spielen würde, das ist halt das ZDM oder halt das ZM, hätte ich halt eher 4-ständig Foot und 3-ständig Skill-Moves bevorzugt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ist jetzt auch nicht so tragisch, muss man sagen. De Jong sieht heftig aus. Es gibt ein paar Stats, die man mit einem Chemistry-Style pushen sollte. Jetzt, nachdem ich De Jong auch mehrere Spiele gespielt habe, kann ich, glaube ich, einen Chemistry-Style auch empfehlen. Ich habe ihn überwiegend auf Basic gespielt. Aber ich denke, man sollte einen Chemistry-Style nehmen, der ihn vor allem in der Defensive als auch in der Physis nochmal pusht. Denn Aggressivität 70 und auch die Zweikampf-Stats, halt 77 faire Zweikämpfe, 69 Grätsche, sind halt nicht die besten. Wenn man De Jong zum Beispiel auf einer Doppel-6 neben einem anderen Sechser spielen lassen will, kann man da auf jeden Fall in der Hinsicht nochmal was mit einem Chemistry-Style machen. Ansonsten hat mir De Jong auf Basic schon sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich jetzt hier ein paar negative Punkte auflisten müsste, habe ich ja gerade schon gesagt, Aggressivität und faire Zweikämpfe waren jetzt nicht die besten. Bei De Paul zum Beispiel, der hatte ja richtig krasse Zweikampf-Stats. Und das hat man auch direkt gemerkt, wenn man manuell die Zweikämpfe auch bestritten hat. Da hat er den Ball auch direkt bekommen. Das war bei De Jong zum Beispiel nicht so krass. Aber trotzdem hat mir De Jong sehr gut gefallen. Und dritter Negativpunkt ist halt sein 3-Sterne-Weak-Foot. Aber nichtsdestotrotz, De Jong ein absolutes Biest. Kostet rund 580.000 Coins auf dem PS4 und im Xbox-Markt. Und auf dem PC-Markt sind wir irgendwie bei zwischen 650.000 bis 700.000 Coins. Zu De Jong selbst kann man sagen, ähnliche Spielertypen gibt es natürlich. Goretzka ist ein ähnlicher Spielertypen. De Paul aus der Serie A ist ein ähnlicher Spieler. Wijnaldum, ähnlicher Spieler. Bernardo Silva kann ich jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, weil Bernardo Silva kann man in der Defensive nicht so einsetzen wie einen De Jong. Deswegen vergleiche ich De Jong gar nicht erst mit dem Bernardo Silva. Wenn man jetzt die Achterposition betrachtet, könnte man Bernardo Silva und De Jong nochmal vergleichen. Aber ich betrachte das Gesamtpaket und deswegen sehe ich persönlich De Jong sogar als eine bessere Karte als Bernardo Silva an in FIFA 19. So, wir werden jetzt gleich auch noch zwei Games machen mit dem Team, mit dem ich De Jong auch spielen lassen habe. Ich zeige euch jetzt gleich das Team. Wir werden De Jong heute in zwei Formationen spielen. Einmal im 4-2-3-1 in der Doppel-6 mit Patrick Vieira, wo ich ihn auch überwiegend habe spielen lassen. Und dann werden wir ein anderes Game im 4-4-2 machen, damit wir De Jong mal auch auf der ZM-Position hier im Video sehen. Und jetzt zum Team. So sieht das Team aus. Mit Cristiano Ronaldo. Ronaldo vorne drin. De Jong halt das holländische Dreieck da unten rechts mit Dumfries und Van Dijk. Dann habe ich auch noch End of Era Robben reingepackt, damit De Jong auf volle Chemie kommt, statt Lionel Messi, den ich eigentlich in meinem Main-Team habe. Und ja, das Coole ist halt auch an Team of the Season De Jong. Ich habe jetzt hier schon zwei von drei Spielern. Man kann halt das gute
Holland-Dreieck bilden. Mit De Jong, Dumfries und auch mit De Ligt Team of the Season, was halt sehr, sehr nice ist. Und ich denke, dass das auch zudem ein sehr, sehr starkes Dreieck ist. Und zu einem Hüllet hat er auch einen Strong Link. Also die Nation passt, obwohl er nicht in der stärksten Liga ist, geht De Jong ziemlich gut fit und kann man sehr, sehr gut linken. Vor allem, weil man ja auch mittlerweile Spieler hat wie einen Team of the Season Van Dijk, der meiner Meinung nach der beste Innenverteidiger im Spiel ist. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir rein und zocken mit Frankie De Jong und dem Rest. So, Gegner hier mit diesem Team. Optimus Prime Blanc, Team of the Season Ederson, Team of the Season Wijnaldum, Team of the Season Da Costa in Rot, Prime Vieira, Optimus Prime Seedorf. Das ist auf jeden Fall kein schwaches Team. So muss man das schon mal sagen. Und wir werden jetzt hier im ersten Spiel im 4-2-3-1 spielen. Mit De Jong, wie gesagt, auf der Doppel-6 neben Patrick Vieira. Da ist er auch direkt am Ball. Frankie De Jong. Sehr, sehr schnelle Bewegung. Ihr seht es hier auch schon. In der ersten Minute. Robben, De Jong. Schöner Haken. De Jong auf R9. Der nochmal auf De Jong. Ich wollte den eigentlich per Volley nehmen. Schade. Wird aber De Jong. Und da treffe ich nur gelb und schieße dann auch nochmal im R9 ins Gesicht. Lacazette auf De Jong. De Jong auf R9. Im Zusammenspiel mit De Jong. R9 auf De Jong. De Jong direkt. Und den nimmt der dann auch perfekt mit. 1:0 durch Frankie De Jong. Schönes Zusammenspiel da mit R9. Er läuft da schön in die Lücke, die sich da aufgetan hat. Und da macht er den auch komplett easy rein. Ohne Time Finishing. Und dann ist Halbzeit. 1:0 gehen wir hier in die Halbzeit rein. Wir dominieren das Spiel und sehr, sehr viele Aktionen gehen halt über De Jong. Ich weiß nicht, ob ihr die alle bisher gesehen habt, je nachdem, was ich reinschneide. Vieira, Ronaldo, De Jong auf Lacazette, Lacazette auf De Jong, De Jong mit dem freshen Lupfer. Und dann steht es hier 2:0. Da hat er uns aber auch einen Gefallen getan, indem er mit dem Keeper in die obere Ecke gegangen ist. Er dachte, ich schieße aufs Kurze. Ich persönlich dachte, er kommt mit dem Keeper raus. Deswegen habe ich den Lupfer angesetzt. Weil dann hätte ich schön auch über den Keeper gelupft. Und letztendlich habe ich mich für das Richtige entschieden. De Jong, schöne Bewegung da im Mittelfeld. Das gefällt mir halt wirklich sehr, sehr gut, seine Beweglichkeit. Und De Jong, grünes Time Finishing, macht hier seinen Dreierpack perfekt. Also das kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Seine Beweglichkeit im Mittelfeld ist enorm geil. Und er ist halt wirklich auch sehr, sehr ballsicher. Was es halt für den Gegner sehr, sehr schwer macht, den Ball zu erobern. Vor allem, wenn ihr dann irgendwie auf Ballbesitz spielt, habt ihr mit De Jong einen ballsicheren Spieler, der euch da wirklich gut weiterhilft. Und der auch das Spiel dann vorantreiben kann. Schöne Bewegungen, das gefällt mir für einen Mittelfeldspieler immer sehr, sehr gut. Oh, da hat er den Keeper in die richtige Ecke gesteuert. Sonst wäre hier der Viererpack von De Jong am Start gewesen. Und da macht der Gegner hier auch noch den Anschlusstreffer zum 3:1 durch Foot Birthday William. Vieira auf R9. Er zurück auf Vieira. Der auf De Jong. Trackback. Der auf Lacazette. Lacazette ist im 16er und haut den dann rein. Dann nehmen wir auch noch eine Vorlage für De Jong mit. 4:1. Und das dürfte es dann eigentlich auch schon von diesem Game gewesen sein. Ich glaube nicht, dass hier noch was passieren wird. So, und das war's. Wir gewinnen das Spiel hier 4:1. An allen 4 Toren war De Jong beteiligt und ist deswegen auch Man of the Match. Wir gehen rein und spielen ihn dann als ZM. So, Gegner im nächsten Spiel hier mit Optimus Prime Schmeichel, Optimus Prime Puyol, Champions League, Ramos. Sehr langsames Mittelfeld, ne? Casemiro, Busquets und Toni Kroos. Ja, interessantes Team. Da hat man jetzt nicht so häufig, also sind viele Spieler dabei gewesen, die man nicht so häufig sieht, ne?
So, wir gehen aufs 4-4-2. De Jong im linken zentralen Mittelfeld. Erst einmal aber hier den Kickoff überleben. Schon zweimal getunnelt worden. Aber R9 hat da was gegen, holt den Ball und holt auch den Freistoß raus. Das gibt direkt die gelbe Karte, denn es ist der Lockenkopf. Der strengste Schiedsrichter in FIFA 19. Lacazette jetzt mit De Jong. De Jong über außen. Zweiter Pfosten, da ist Arjen Robben, aber Schmeichel kriegt seine Faust noch dran. Ball ist aber noch nicht geklärt. De Jong mit dem Heel. To Heel, dank Sunis Time Finishing aus der... Das war nicht eine perfekte Ausrichtung, ne? Aber auch nicht komplett aus der Drehung. Nichtsdestotrotz machen wir hier das 1-0 durch Frankie De Jong. Weil er sich gut mit dem Heel-to-Heel gegen Casemiro Tots Moments durchgesetzt. De Jong auf Außen, auf Dumfries. De Jong hat den Ball, legt sich den Ball zu weit vor, holt sich den Ball aber direkt wieder. La Croqueta. Und da sehen wir mal wieder die enge Ballführung von De Jong. Jetzt mit dem La Croqueta. Übersteiger und dann steht es hier 2-0. Also hier in der Szene hat man mal wieder perfekt gesehen, wie ballsicher De Jong ist, wie beweglich er ist, wie stark er im Dribbling ist. Gefällt mir mega, mega gut. Und ich glaube, der Gegner hat dann hier an der Stelle auch genug. Ich denke, man hat eigentlich schon ziemlich viel in den Minuten gesehen, die wir hier gespielt haben, wie stark De Jong ist. Und jetzt nochmal ein Schlussfazit von mir zu De Jong. Er gefällt mir mega, mega gut. Ich zähle mal ein paar Punkte auf, die mir bei ihm nicht gefallen. Das ist zum einen sein Kopfballspiel. Gut, man muss halt nicht bei jedem Spieler, der nicht kopfballstark ist, aufzählen, dass er nicht kopfballstark ist. Es stört jetzt nicht sonderlich krass, dass De Jong nicht kopfballstark ist, denn er hat nicht wirklich oft diese wichtigen Kopfballduelle. Deswegen ist das auch gar nicht so wichtig, dass er nicht der stärkste Kopfballspieler ist. Was mich aber schon ein bisschen stört, sind seine Arbeitsraten, und zwar in der Defensive. In der Offensive kann ich immer noch damit arbeiten, dass ich ihn selber schicke, und das habt ihr in diesem Video auch gut gesehen. Er hat Mittel-Mittel-Arbeitsrate. Oftmals ist es halt so, dass wenn der Gegner einen schnellen Konter hat oder so, dass De Jong dort dann nur hinterher trabt oder gar nicht erst wirklich mit nach hinten läuft. Stört ein bisschen, wenn man ihn auf der Doppel 6 spielen lässt. Das ist mir aufgefallen. Ansonsten hatte ich ja vorher schon gesagt, die Aggressivität. Aber da kann man halt mit dem Chemistry-Style noch was pushen. Ich glaube, ein Chemistry-Style, der sowohl Physis als auch Defensiv-Stats pusht, ist für De Jong sogar am besten geeignet. Sonst habe ich an De Jong echt nichts auszusetzen. Auch sein 3-Sterne-Weak-Foot ist jetzt für die Position nicht so schlimm, dass er nur 3-Sterne-Weak-Foot hat. De Jong hat mir im Gesamten sehr, sehr gut gefallen und ist wahrscheinlich im Preis-Leistungs-Verhältnis auch kaum zu toppen auf der Position. Deswegen kriegt De Jong von mir eine 9,5 von 10. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr als nächstes sehen wollt. Liked, wie gesagt, die Kommentare hoch, wenn einer schon euren Wunschspieler reingeschrieben hat. Ansonsten freue ich mich über jedes Abo. Glocke aktivieren. Peace out und ciao.